Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich sage zuerst mal die schlechte. Also, ich habe mein System ein bisschen modifiziert. Und dabei gingen die Spielstände leider flöten. Das hier ist für mich, ich muss in eine Hardcore-Aktion alles nochmal so wiederherstellen, im Groben und Ganzen, so wie es war. Allerdings mit kleinen Unterschieden. Schwierigkeitsgrad blieb erhalten. Allerdings habe ich die Skillpunkte nun auf manuell verteilen gestellt, weil ich festgestellt habe, dass ich dadurch noch effizienter agieren kann. Und das zweite ist, um ein bisschen Zeit zu sparen, habe ich noch mehr Nebenmissis gemacht. Jetzt sind nicht mehr ganz so viele übrig. Dann können wir ja auch mal gucken. Ja, hier Cerberus ist noch da. Und ja, die Datendisks halt und das ganze andere Krempel da. Asaliane ID-Tags, Liga-Medaillons, genau, das muss ich alles noch sammeln gehen. Asari-Schriften und die Mineralien. Ja, und sonst habe ich halt noch die Hauptmissionen. Und die werde ich auch noch machen. Das ist ja alles ganz, ganz, ganz wichtig. Aber gut. Machen wir erstmal hier weiter. Ich muss jetzt nach Bintu. Ins Yangtze-System hier. Ja, genau, Voyager-Cluster. Gehen wir hier mal auf die Karte. Viel Spaß. So, Tuntau, da war ich als letztes. Ich musste ja für einen Urtnot Vrex ja noch sein Zeug besorgen, seine Familienrüstung. Die ist ja essentiell. Wo ist Voyager? Hier ist Voyager. Voyager, okay, Amazon-System und Yangtze-System. Gehen wir erstmal dort rein. So, Alrumte. Na, gucken wir mal, oder was ist denn der Äußerste? Hier, Patachiri. Okay, Patachiri besitzt eine dünne Atmosphäre aus Neon und Chlor. Die Permafrost-Frostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Silikaten mit Vorkommen an Kupfer. Während der langen, kalten Nacht sinkt das Chlor in der Atmosphäre in Form von Frost zu Boden. Das muss stinken wie Wildsau. Gut, erkunden wir mal die Kiste hier. Seltenes Element entdeckt. Mittels Orbitscans haben sie ein großes Vorkommen von Thorium entdeckt. Klasse. So, was ist die nächste Brutzliwurst? Hier, Alrumte. Immer weiter nach innen. Alrumte ist ein kleiner, felsiger, terrestrischer Planet mit Spuren von Stickstoff und Krypton in der Atmosphäre. Seine kalte Oberfläche besteht hauptsächlich aus Leichtmetallen mit Vorkommen von gefrorenem Ammoniak. Erkunden wir auch mal das. Proteanische Datendisk entdeckt. Sau geil. Gut, was haben wir hier noch? Dregie. Okay, Dregie ist eine kleine karge Felswelt mit Spuren von Krypton und Xenon in der Atmosphäre. Die eisige Oberfläche besteht hauptsächlich aus Silikaten mit Vorkommen an Magnesium, Aluminium und anderen Leichtmetallen. Der Regier hat nur ein schwaches Magnetfeld, wodurch der Planet für Antriebsentladungen ungeeignet ist. So, was haben wir hier? Leichtmetallvorkommen. Beryllium, jawohl. Das sag ich doch nicht nein. So, Bintu und jetzt machen wir erstmal Renchato. Okay, die sind Gasgigant, ne? Renchato ist ein heißer Jupiter mit Spuren von Schwefel in seiner Wasserstoff-Helium-Atmosphäre, der sich in naher Umlaufbahn befindet. Die zerstörerische Gravitation des Gasriesen hat die Entstehung neuer Planeten in der Nähe verhindert. Oh, das ist schlecht. Schlecht fürs Geschäft. Bintu. Gut, Bintu besitzt eine Atmosphäre aus Kohlendioxid, in der es einen ständigen toxischen Chlordunst sowie Schwefeldioxidwolken gibt, aus denen sich regelmäßig heftige Schauer sauren Regens auf die Oberfläche ergießen. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Schwefel mit Vorkommen an Calcium. So wie die meisten Welten im Voyager-Cluster wird Bintu erst seit 20 Jahren von Forschern der Allianz kartografiert. Ein einheimisches Ökosystem ist nicht bekannt. Die Daten zu dieser Welt sind überraschend knapp und unspezifisch und zeichnen das Bild eines unangenehmen und uninteressanten Ortes. Ja, kann man vorstellen. Landen wir mal. So, Squad annehmen. Ich kämpfe jetzt mit der Talia, die ist wirklich nicht schlecht. Die hat es ganz schön drauf. Die Kleine.
Geht ab wie ein Zäpfchen. So. Was haben wir dann da? Mal drüben. Forschungsknolle Anomalie. Noch eine Forschungsknolle, noch eine. So, das ist jetzt Cerberus Gebiet. Muss ich himmlisch aufpassen, wenn ich dorthin gehe. Oh, da ist ein Erz. Ein Erz. Papa Moore wird zufrieden sein. Oh ja. Mein Papa Moore. Na genau, Papa Moore und Tante Venus. Ja, ah, da ist es schon. Schön. Aber noch ein bisschen eben parken. Gut. Oh, schön. Was ist Palladium ist das? Bim, bim. Ja. Meins. Wieder 11.000 mehr. Das ist ja Credits. Braucht die Welt. Okay, einmal Wendung 180 Grad, bitte. So, Familie, ein bisschen über die Schanzen, über die Pisten oder was auch immer. Uah. Schön. So. Oh, das ist wieder so ein Satellit oder irgendwas. Eine Sonde, okay. Ich frage mich eigentlich, warum eine Sonde... Autsch. Ich will da rein. Das macht keinen Spaß so. Schließen wir es halt kurz. Warum hat eine Sonde eigentlich immer so Graffel mit dabei? Das frage ich mich manchmal. Warum ist das so? So, gehen wir hier mal. Machen wir es im oder entgegengesetzt? Machen wir es im Uhrzeigersinn. Lol, dann hüpft er auch noch voll drüber. Ich bin schon so eine Pistensau. Ohne Rücksicht auf Verluste mitten durch den Acker durch. Okay, da vorne glitzert jetzt schon. Also gut. Das ist die erste Base. Und wie es aussieht, hat sie Turrets. Es müssten mindestens einer sein. Ich weiß aber nicht. Ja, die schießen auch schon. Das sind zwei sogar. Ja, tatsächlich. Hui. Lol, der Schuss ist jetzt unter dem Fahrzeug durchgegangen. So. Moment mal kurz, muss mal kurz mich räuspern hier. So. Da bin ich auch schon wieder. Okay, hier ist echt sehr spärlich eingerichtet. Mal gucken. Okay, das ist irgendein Kraftfeld, also so eine Art Gefängnis. Und das sind, okay, hier sind Söldner. Oder Wachen. Kommando sogar, das sind Zerbten, sind die Soldaten oder sowas. Das sind noch normale. Ah, Hilfe. Macht mich kalt. Ah! Öh. So ein bisschen viel hier. Oh, der ist kaputt. Okay, da sind noch drei Stück hier drin. Ich
Kümmert euch drum einfach. So, sie haben die Bedrohung in dieser Einrichtung ausgeschaltet. Und dann suchen sie jetzt eines der anderen nahegelegenen Labore. Oh, Mann. So, darf ich die Schränke mal prüfen? Ich würde gerne die Schränke checken. Das kann man doch hier, oder? Okay, die nicht. Aber den da. Vielleicht, wenn ich Glück habe, ist da irgendwas drin. Offenbar hat Cerberus noch weitere Basen auf dieser Welt, Commander. Das leuchtet ein. Hier noch was? Nichts mehr drin? Auch nichts mehr. Okay, kann man auch nichts mehr machen. Gut, dann gehen wir mal hier raus und suchen mal die anderen Knollen. Die anderen Basen auf. Das heißt, hier werden Versuche gemacht. Mit Ragni, vielleicht auch geht. Oder sonst irgendwas. Vielleicht sogar Menschenversuche, weiß der Geier. So, nächste Station. Gehen wir nach da. Oh Mann, was hier wieder rund geht. Echt übel. Lolle, der springt mir zu viel, ey. Diese Karre. Oh, und auf dem Radar sehe ich auch wieder Türmchen. Gucken, wie viele es dort sind. Und schon haben sie mich gefunden. Gut, das haben wir auch erledigt. Base-Verteidigung. So. Ich habe uns gerade mal ein bisschen bequemer gemacht. Ein Hauch von Bequemlichkeit sorgt auch für Heiterkeit. So, und hier ist auch wieder ziemlich spärlich. Eingerichtet, keine Kisten, nur leere Regale da. Okay, selbe System. Das sieht aus, als wären das irgendwelche... Sind das Husks oder was soll das sein? Kann es nicht sehen. Wo sind die Soldaten? Gut, einer ist weg und Level up. Au. Jawohl, er ist zerquetscht worden von seiner eigenen Scheiße. Okay, hier sind noch zwei Wachen übrig. Na, kommt her. Kommt doch her. Ups. Oh, der ist hin. Aber der zuckt noch. So, das war's jetzt. Was sind das? Trojanische Creeper. Unter den Creeper-Leichen gab es keine Spur von Kohaku. Das ist der Admiral gewesen. Er muss sich in einem der anderen Labore in diesem Bereich befinden. Welche Cerberus-Schrecken wir wohl in der nächsten Basis finden? Das weiß ich nicht, Tali. Ich kann es dir nicht erklären. Gut, weiter geht's. Wieder ein bisschen Krempel fürs Inventar. So, schön weiter suchen. Und hier sind, glaube ich, auch noch ein paar Sachen zum Leechen. Ja. Yeah.
Jetzt aber. Gut. Gut, das war's jetzt. Hier wenigstens ist hier ein bisschen was gewesen zum Lutschen. Muss hier immer ein bisschen gucken. Manchmal versteckt sich ja das Zeug ziemlich gut. Übersieht man das leicht. Das ist mir auch schon öfters passiert. So. Einmal wenden und gleich geht's weiter. Na geil, da ist noch ein Erz. Das nehme ich natürlich mit Gusshand. Jedes bisschen an Kohle kann ich gebrauchen. Machen eigentlich die Skillpunkte. Ui, habe ich übersehen. Sturmpionier kann ich noch einen dazu machen. Mal hier Fitness auch noch ein Pünktchen dazu. So, und Papa Moro wird auch zufrieden sein. Ich habe jetzt Schmeicheln auf Maximum bekommen. Das finde ich sehr gut. Und hier, der gebe ich noch ein bisschen Fitness, damit sie noch ein paar mehr DP hat. Und die hier kriege ich noch ein bisschen Dämpfung dazu. Das ist sehr gut. So, da ist es auch schon. Was ist das für ein Vorkommen? Uran. Also richtig Strahlemann. Hoffentlich reicht auch mein Schutzanzug dafür. Saugeil. Und auch noch ein großes. 13.000 wieder dazu gekriegt. Das heißt, man muss diese Aufträge machen. Das bringt alles Kohle. Das ist sehr gut. Das ist schon wirklich was Feines hier. Okay, da sind auch wieder rote Knollen. Das sind aus der Nachbarbase. Ich wollte ja eigentlich erst hier an das andere Ding. Ja, schieß ruhig. Okay, machen wir fast nichts. Gut, der ist hier. Gut, gehen wir aber erstmal zu dem Plätzchen da. Ui, eine Pyramide. Eine Pyramide. Ist auch ein Artefakt drin. Proteanische Datendisk gefunden. Saugeil. Und wieder 13.000. Ist auch geil, was das Zeug einbringt hier. Und alles weggelutscht. So, das scheint das letzte Labor zu sein. Das ist ja quasi in Blickweite. So, und rein damit. Okay. Wieder nur Regale. Und die Dinge. Oh, der funktioniert sogar. Gut. Ich muss dann unbedingt, wenn ich zu Hause bin, wieder das Inventar leer machen. Brauche ich ein bisschen Stauraum. Okay. So, jetzt dürfte ich sie aufgeschreckt haben, oder? Bewegt sich was? Nein. Jetzt. Oh. Autsch. Geht's noch? Schnell der auf einmal war. Ui. Hier ist noch einer. Sterben. Nee. Sterben. Ein letzter Halt, Commander. Das sind wir Kahoku schuldig. Ja, sind wir.
Sie tasten nach dem Puls, finden aber keinen. Admiral Kaoko ist tot. Trotz der wilden Bestien, mit denen er hier eingesperrt war, weist seine Leiche keine Spur von Verletzungen auf. Die Nadeleinstiche auf seinem Arm lassen auf eine andere Todesart schließen. Oh Gott, es ist Admiral Kaoko. Cerberus muss ihn aufgespürt haben. Das leuchtet ein. Und sie werden dafür noch bezahlen, was sie dem angetan haben. Insofern es in meiner Macht liegt, werden sie dafür bezahlen. So. Gut, hier ist auch nichts erhältlich. Gut, gehen wir hier wieder raus. Ich bin jetzt schon recht sauer. Die Scheißviecher. Und dann auch noch die Zerebriten da, diese Cerberus-Anhänger. Die Organisation hat hier wirklich böse Dreck am Stecken. Gefällt mir gar nicht. So. Gut, fliegen wir wieder zurück zur Normandy. So, haben wir sonst noch irgendwie einen Nebenauftrag? Wir haben noch ziemlich viel. Der Hund des Hades. Cerberus Hauptquartier vernichten. Okay, nach Nephoron im Columbia-System des Voyager Clusters. Das heißt, ich bin im richtigen Cluster drin, aber wieder in einem falschen System. Das heißt, ich muss nochmal rausgehen. Jetzt ist hier, ja, tatsächlich Columbia. Da tun sich echt neue Systeme auf, wo vorher gar nicht da waren. Wenn man hier mal so ein paar Missis macht. Das ist nicht schlecht. So, Nephoron. Da müssen wir hin. Erstmal gehen wir nach Untahita. Untahita ist eine ungewöhnlich große Eiswelt mit einem Kern aus Silikatgestein und Leichtmetallen und Spuren von Krypton und Xenon in der Atmosphäre. Die Oberflächenkruste besteht hauptsächlich aus gefrorenem Wasser. Untahitas Eisdecke weist im Umkreis einen massiven Kraters in der Nähe des Südpols eindeutige Anzeichen großflächiger Brüche und wiederholten Gefrierens auf. Ein Extranet-Eintrag neuen Datums legt nahe, dass ein proteanisches Schiff vor dem Zusammenbruch ihres Imperiums durch die Kruste des Planeten gestürzt ist und vielleicht aus dem Planetenkern geborgen werden könnte. Angeblich liegt darin auch die Ursache für die ungewöhnlich große Masse des Planeten. Die sorgfältige Kartierung der Gravitationsfelder unter Hades durch Satelliten hat gezeigt, dass der eigentliche Planetenkern völlig normal ist. Okay, seltenes Element entdeckt. Bei Scans dieses Planeten haben sie ein Vorkommen von Samarium entdeckt. Geil. Nehmen wir. Aber was ist hier? Clogia. Ich wollte Clogia. So ist brav. Willst du wieder machen, was du willst? Clogia ist eine terrestrische Treibhauswelt mit einer dichten Atmosphäre aus Stickstoff und Schwefeldioxid. Die hauptsächlich aus Eisen- und Goldvorkommen bestehende Oberfläche ist zengend heiß. Der Kern Clogias ist extrem heiß und tektonisch aktiv. Häufig kommt es zu Vulkanausbrüchen und die Ausgasungen tragen kontinuierlich dazu bei, die Atmosphäre noch dichter zu machen. Der größte aktive Vulkan hat einen Krater mit einem Durchmesser von fast 100 Kilometern. Seine Basaltfluten haben eine Fläche unter sich begraben, die ungefähr so groß ist wie der irdische Kontinent Australien. Man stelle sich das vor. Na gut, bei über 300 Grad, wenn du da in die Lava fällst, dann machst du auch nochmal kurz pssst und schon bist du fad. Oh, was haben wir hier? Chroma. Das ist der äußerste Planet. Chroma ist eine terrestrische Felswelt mit Spuren von Krypton und Xenon in der Atmosphäre. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Kupfer und Vorkommen an Calcium. Vor der Expansion der Allianz in den Voyager Cluster befand sich auf Chroma die Hälfte der turianischen Radioteleskopanlagen. Durch eine Reihe von ULG-Kommunikationsbarken, kostspielig mit dem Teleskop im Attica-Beta-Cluster verknüpft, funktionieren beide Anlagen im Verbund wie ein einzelnes Objektiv. Mit einer leistungsstarken mehrere tausend Lichtjahre, in Klammern die beiden Anlagen voneinander trennen, weiten Blende. Mit Hilfe dieser Anlage konnten die Turianer das Terminus-System mit großer Genauigkeit kartografieren. Cool. Medaillon gefunden. Schön. Das nehmen wir doch. So, jetzt landen wir hier. Nephoron. Jetzt will ich mal die Hauptbasis sehen. Hoffentlich ist das nicht allzu schwer. Weil
mir noch nicht so ganz bereit. Oh, wieder meine süße kleine Tali. Meine Tali. Yeah. Sie sieht so süß aus, ey. Sie ist auch so eine richtig süße kleine Fratz. Da ist ein Erz. Dann gehen wir doch gleich mal hin zum Sammeln. Okay, das scheint hier oben in dieser Senke drin zu sein. Und da ist es auch, oder? Nee. Wo ist es? Das ist noch weiter oben. Okay. So, jetzt hopp. Hupf. Hüpf. So. Wunderbar. Geil. Großes Thoriumvorkommen. 13.000 schon wieder gekriegt. Das ist schön. So. Wo muss ich jetzt lang? Okay, hier unten Anomalie. Ist ja alles ziemlich in einer Linie. Da fahre ich jetzt mal hier außen den Weg lang. Oh Mann, ey, das ist so eine Scheißkarre. So. Oh Mann, ey, das Ding hüpft schon wieder so. So dreist. So gleich. Ja, und wie ist es jetzt? Ich müsste eigentlich fast draufstehen. Ah, hier. Jetzt habe ich noch gar noch überfahren. Ist ja Matsch. Faktbergen. So, ID-Tag gefunden. Gut. Ich glaube, da hatte ich sogar schon alle. Das habe ich mehr gefunden, als ich auch nicht wollte. Und hier? Was ist das? Was ist das da? So, das ist jetzt die Knolle da. So, gehen wir mal dahin. Das ist jetzt das HQ. Von den zerebralen Matchbrains. Ach du Scheiße. Was ist das hier? Oh, der Sniper. Okay, den haben wir weggeschossen. Und der ist auch fort. Gut. Ich hoffe, dass es angebliches Hauptquartier sein soll. Ist auch gut verteidigt gewesen. Nicht. Das waren jetzt 5-6 Soldaten, das war's dann. Die hätte man nicht ein bisschen heftiger vorgestellt. Oder haben die eher einen Wert drauf gelegt, ihm unentdeckt zu bleiben? Okay, was sind das hier für Dinge? Das sieht aus irgendwie wie irgendwelche Kanalröhren. Und die sind schon gebraucht, so richtig schön verkrustet mit AA. Heilige. Venus wüsste jetzt, was ich sagen will, aber ich sag's nicht. So. Oh, hier wieder hunderte von roten Blips. Er kommt. Ich mache ich fertig. Du machst gar nichts. Ich mache ich fertig. Nein, du wirst mich nicht fertig machen. Oh, der ist hin. Waren sie das schon? Ja.
sein. Das finde ich immer beschissen, wenn sie dieselbe Soundspur. Ich mach dich fertig. Nein, du machst mich nicht fertig. Wer weiß denn? Oh. Licht. So, was ist das jetzt? Gut. Wo ist die Ashley? Die hat's erwischt. Die braucht unbedingt bessere Ausrüstung. Lola, ist noch eine. Was ist denn jetzt hier? Wo knalli da? Gut, jetzt lebt sie wieder. Nehmen wir alles mit. Okay, Thunder 6. Avenger. Nehmen wir es. So. 247. Das rentiert sich dafür nicht. Katana. Das soll die nehmen. Ich brauch's persönlich nicht. Das ist sowieso nicht so gut. So, was haben wir hier? Stiletto. Kessler, oh Gott. Raikou. Ah, nehmen halt dieses Ding. Ach, wegen den. Nee, wegen den 6 Damage, das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert. Reaper. Naginada. Was machen bitte so alles Einzelteile? Das ist ja eine Schande. Das ist eine Schande. Gott. Was für ein Rotz. Was ist das hier für eine Scheiße? Gladiator, der taucht doch auch nichts. Was ist Assassin? Oh Gott. Nichts Gescheites. Nee, vergiss es. Vergiss das. Okay, wo kommt jetzt der komische Sound hier? So, ich werde mal hier zwischenspeichern. Terminal, okay. Sie drücken vorsichtig ein paar Knöpfe und ein Alarm geht los. Die optische Datenbank aktiviert sich selbst. So schnell wie möglich kopieren Sie möglichst viele Daten auf den internen Computer Ihres Kampfanzugs. Nach der Entladung des Speichers deaktiviert sich der Computer. Die Dateien sind sicherlich verschlüsselt, aber Sie haben genug Zeit für die Dechiffrierung. Gut, jetzt habe ich von euch die Daten. Hoffentlich werden sie mal nützlich sein. Die erste Hilfe-Knolle. So, ich denke mal, das war's, ne? Ja. Die Quest ist auch erledigt. Gut. Das ist wieder alles AA. Ach. Das ist genauso schlimm wie diese Minenschächte, wo aussehen wie so ein Enddarmstück. Fatal. Da wird einem auch schlecht von. So. Haben wir alles? Nee, drüben brauche ich jetzt noch. So, wir sind fast da. Ich soll da öfter mal die Sprungdüsen benutzen. Ich glaube, da kommt immer was Lustiges raus. Okay, da unten ist wieder eine Sonde.
So, die schließen wir auch mal kurz. Sofern es geht. Schreiter 6, Medizininterface 6. Gut. Was habe ich noch nicht für eins drin? Ein Vierer. Okay. Medizininterface 6. Da kriege ich die jetzt auch eins davon. Notfallinterface. Das ist so eine Verarschung an der Welt. Okay, dann kriege ich die nämlich jetzt auch eins. So. Jetzt heilen die auch etwas besser. Gut, da war ich jetzt. Können wir wieder zurückgehen. Schade, dass ich hier jetzt die Ärzte nicht gefunden habe. Obwohl, man könnte hier mal einen Abstecher machen. Nochmal zum Testen. Nur mal testen. Wenn ich schon hier bin, kann man ja auch mal rumfahren. Man kann dann Papa Moro wenigstens nicht sagen, ich hätte gar nichts gemacht. Okay, das ist leider nichts. Es wäre schön gewesen, wenn ich noch was gefunden hätte. Echt schön gewesen. Oder vielleicht hier? Probieren wir mal hier in diesem Loch. Ist da noch irgendwo was drin? Was brauchbar wäre. Oh Mann, ist das hier so scheiß zerklüftet. Hä? Was ist denn das? Ist hier eine Hütte? Was ist denn das? Ist da ein Dreschlund zu Haus? Ah! Scheiß wie ich. Bin bloß fad. Ich mich nie. Du kriegst mich nicht. Selbst wenn das noch so blöd. Das war's. So ein Drecksack. Da war tatsächlich ein Dreschlund zu Hause. Oh, immer fast eingeschissen. Oh, das Fahrzeug, ich glaube, das ist, da hat er die Hälfte abgebissen. Aber hier ist bestimmt was drin. Ja, hier ist auch was drin. Das ja, muss immer mal ein bisschen gucken. Wolfram 6 Brandmunition. Ich nehme es auf jeden Fall. Mal überbrücken wir das. Yay! Nehmen alles mit. So, Medigel auch weggelutscht. Das war jetzt gut. Das war jetzt richtig gut. Uiuiuiuiui. Da haben wir fast eingeschissen, ja. Gut, weg hier jetzt. Das war noch ein Dreschlund. Und ich hasse die Viecher. Wir empfangen eine Transmission, Commander. Oh. Das sollten Sie hören. Seien Sie gegrüßt, Commander Shepard. Ich repräsentiere eine Gruppe, die gern mehr Informationen über die Aktivitäten von Cerberus hätte. Okay, wie war Ihr Name? Wer sind Sie? Und wen repräsentieren Sie? Wer ich bin, ist ohne Belang. Es reicht, wenn Sie wissen, dass ich ein Agent des Shadow Brokers bin. Wissen Sie... Admiral Kahoku kontaktierte meinen Auftraggeber
weil er Informationen über die Standorte der Cerberus-Stützpunkte suchte. Wir gaben ihm die Informationen unter der Bedingung, dass er uns Kopien aller Dateien aus den Cerberus-Systemen aushändigt. Die Funkstörung war auf einmal weg. Das hat sich jetzt fast so angehört, als wäre er einfach nur direkt neben uns oder so. Oder ein bisschen, vielleicht 2-3 Meter weg. Das Verrat vergessen wir, was springt für mich raus? Ich helfe denen. Ich denke, eine Hand wäscht die andere wieder mal. Ist hier angebracht. Sie hatten einen Deal mit Kahoku. Warum sollte ich Ihnen helfen? Die Allianz wird diese Informationen einfach in einem Archiv verschwinden lassen. Aber kein Geheimnis bleibt ewig geheim. Letztendlich wird es irgendjemand irgendwann in unsere Hände geben. Das können genauso gut Sie tun. Geben Sie uns die Dateien, dann werden Sie entschädigt. Okay. Klingt gut. Sie kriegen die Dateien. Ich wusste, dass Sie ein vernünftiger Mann sind, Commander. Mein Arbeitgeber wird das nicht vergessen, wenn Sie das nächste Mal etwas von uns wollen. Siehste? Hab ich doch recht gehabt. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, seid ihr auch der Meinung, dass ich das Richtige gemacht habe? Ich denke ja. So, wo muss ich jetzt hin? Soll ich jetzt nach Ferrus gehen? Oder soll ich nochmal... Ich gehe nochmal auf die Zitadelle. Mal gucken wegen neuen Waffen und Geraffel. Ob da nicht noch was machen kann.